Herzlich willkommen zum heutigen Thema. Auch Steuerberaterfrage, Beitragspflicht in der Kranken- und Pflegeversicherung für 10 Jahre. Nicht absehbar, wie hoch der Beitragssatz zu dem Zeitpunkt ist. Ja, wieder eins der aus meiner Sicht sehr sinnfreien Zukunftsverweis-Themen, die als genereller Totschlag für alles Mögliche gelten. Aber natürlich auch, was haben wir auf die Frage geantwortet? Das ist ebenfalls eine Frage für die unsichere Zukunft. Der Steuerberater hat schon gefragt, was ist, wenn die Steuern steigen? Eine Frage, die wir in einem anderen Lehrvideo beantwortet haben, Lehrvideo 167, die ebenfalls absolut sinnfrei ist. Die Frage ist natürlich, welche Entscheidung leitet der Mitarbeiter daraus ab? Es wird doch sicher nicht so sein, dass eine Direktversicherung anders behandelt werden wird wie eine Unterstützungskasse. Also die Frage ist nur, ja, ich weiß nicht, wie wird es besteuert und verbeitragt, also mache ich gar nichts und nicht mache ich Direktversicherung oder Unterstützungskasse. Ich weiß übrigens auch nicht, wie wird mein Privates irgendwo, wird irgendwas Privates auch einmal zur Sozialversicherung hinzugezogen? Die Frage ist ja genauso berechtigt. Das Problem ist dann doch eher bei einer Direktversicherung gegeben, bei der der Mitarbeiter aufgrund der Kosten einerseits und der Verzinsung andererseits kaum eine Chance hat, sein eingezahltes Kapital zurückzuerhalten. Bei der Unterstützungskasse haben wir deutlich höhere Leistungen, deutlich höhere Beiträge. Da können wir eine Sozialversicherung natürlich leisten. Wenn die Sozialversicherung wesentlich stärker steigt, naja, dann ist es so. Dann wird es für alle so sein. Dann wird sich die Sozialversicherung überall irgendwelche Gelder herholen müssen. Also theoretisch dürfte mit diesen Gedankenszenarien überhaupt keine Zukunftsentscheidung getroffen werden. Der darf weder Direktversicherung machen und eigentlich darf er auch privat nichts machen. Auch keine private Vorsorge und er darf so eigentlich nicht einmal Mietswohnungen was kaufen, weil die können ja auch, und die Gedanken waren schon da, auch der Sozialversicherung irgendwo unterworfen werden. Damit bedanke ich mich auch schon wieder für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.